So, Stefan, Rise of Camelot Gameplay? Gameplay. Bleib dran, bis gleich. Ja. Wollen wir vorab ein bisschen erklären oder wollen wir einfach geben? War richtig geil. Das war meine Erklärung dazu. Nein, wir haben ja Team Blau gespielt. Ja. Ne? Gegen Team Rot. Nun kamen wir da an und das können wir vorab nochmal kurz sagen, weil jetzt geht es nicht um Team Blau und auch nicht um Team Rot. Wir spielen Cerberus, Team Gelb. Wir wurden halt gefragt, ob wir für die Orga-Fraktion spielen können. Genau, wir sind da so reingerutscht und wir sind zu Anfang zu sechst unterwegs, wir drei und drei vom Team Apex sind die, glaube ich, Engländer, die das häufiger wohl machen. Und ja, wir haben da zwei unterschiedliche Missionen. Einmal in der ersten Mission müssen wir das Castle verteidigen. Erst gegen 10 blaue, 10 rote und für eine gewisse Zeit und dann gegen alle. Ja. Und da haben wir unendlich Leben. Ja. Und danach dann halt die Arcade-Halle, einmal gegen Team Blau und dann gegen Team Rot. Nee, andersrum. Auf jeden Fall, da haben wir jeweils 3 Leben pro Person und da müssen sie halt irgendwelche Objectives besorgen. Genau, das erklären wir gleich aber noch im Detail. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem Video. Und bevor es losgeht, noch ein kleines Interview. Erstmal kommen wir hier jetzt gerade an. Wir sind jetzt angekommen auf dem Spielfeld. Wir sind überall Engländer. Ja, und ist ein cooler Parkplatz. Also ist alles geteert gewesen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Wenn du hier oft stehst, wenn du auf engen Spielfeldern im Dreck rum, bevor es überhaupt losgeht. Du stehst ja schon den ganzen Tag im Dreck rum. Ja, du hast auch wieder richtig Matsch gefühlt. Da sind deine Klamotten noch sauber. Ja. Da bist du wieder richtig Hans Maulwurf. Wir machen uns gerade fresh. Eckenbuch, Werkzeug, wie immer. Wer hilft, Stefan? Ja, wir mussten halt schnell fertig sein, deswegen hat Kai die Aufnahme ein bisschen beschleunigt. Ja, ja, das hat dann aber auch nichts geholfen. Nee. War halb fertig da auf dem Hof. Ja, wann sollen wir da sein? Wann sollen wir da sein? 5 Minuten? Wir haben die da getroffen, die hatten gefragt, als wir gerade irgendwo auf dem Hof gefahren sind. Yeah, first we are here at the OMG event, the Race of Camelot, and now we are someone from the organization team for some questions. Yeah, hello, my name is Stefan, how are you? Hi Stefan, yeah, good, thank you. So I'm Matt Sully. Yeah. I've been working now with OMG for the last 6 months. There's now 6 of us have worked with Paul Strutt, who has been running OMG now for about 5-6 years. So we're a UK-based outfit. Okay. We play specifically big games across the UK and across into Europe. So we have one in France at Fort Paint, and we also have one in Sweden at Hell's Gate. It's such a good site. Yeah, so we're playing there this year as well. Rest of the games are in the UK, but we play at unique sites. Okay, so this one is a derelict theme park just outside of Manchester. The next game we're playing at a derelict RAF base, a military base. Yeah, which is going to be good. That's Driftfield. If you guys can make it for that, it's absolutely brilliant. Really good site. Seney Bridge, which is one of the best sites in the UK. It's in the Brecon Beacons. It's a military site that the UK military use to train the army how to fight in built-up areas. This little village? Yeah, they've built a complete village. It's based on a German village. Like, don't read anything into that. Don't read anything into that. But it's a fantastic, it's a village in the Brecon Beacons that's been designed purely for fighting. And it's some of the best close quarter action you can get. It's absolutely fantastic. So that event is in June. Yeah, so all of the dates on our website. So onlymagfedgames.com. Go on there. Go to the top, the ticket office, you can see all of our games there and the dates. Are the tickets limited? Are you have limited players? There are, yeah. So the depending on the site, it's typically around about 160 to 200 players. So we do sell out quite fast. So Stonehaven, we've only got a couple of tickets left over in France, which is the Fort Paint. This one, I think we sold out here. Driftfield, we've only got a few tickets left. So a bit towards the end of the year, we have a bit more capacity. But yeah, they do sell out, so get those tickets in early. Okay, okay. And not everyone can play First Strike, I think, on this event. It's for us, it's really nice because in Germany, you come to a MAGFED event and there are 90% of the guys are playing First Strike. And so you have also to buy it or you get fucked up all the time. And so it's a really nice experience. You make it a bit that it's how does work here. Yeah, well, we like... The thing we all love about MAGFED is the movement you can do. You know, you can move as a squad, you can move. You know, if everyone's shooting First Strike, it becomes pay to play. Yeah. It's just, First Strike is so crazy expensive at the moment. Until they can start bringing down the price, like,
we want to limit the first strike players. So we really great. Yeah, well, like we also think it's quite nice because it creates different, kind of like almost different like classes of player. So you have the bolt action sniper rifle; they shoot first strike, and they can shoot higher velocity. That's something I'm praying since years. Only bolt action guy should first strike. 100%, yeah. 100%. So I'm exactly the same. I think only bolt actions should shoot first strike. I know a lot of people disagree. So for those, we do have a small number of DMR, so designated marksman rifle tickets, where you are allowed to use first strike in a semi-auto. But that is limited to 3 per team. And when you've got a team of 70 people, they obviously are a small number. So everyone else shoots paint. It allows for really good movement across the field, some really great close quarters action, which is what we're all about. We love it. Yeah. Thank you for the interview. That's really nice. Awesome. That's great to meet you guys. Thank you so much. Absolute pleasure. We have to thank you for the great gameplay. Thank you for the insights, and I think we will join a few other games awesome. Over We'd 3 years. Love to have you back. Okay. Love to have you back. Awesome. Thank you very much, guys. Thank you. Cheers. Thank you. Cheers, mate. Jo, ja, super nette Leute von der Orga, ne? Das muss man einfach mal sagen. Und er war ja auch einer der Typen, mit dem wir da gespielt haben. We tried our best. Da ist er wieder, gerade als Marshal unterwegs. Genau. Wir gehen zur ersten Mission, das Castle halten. Machen wir, glaube ich, kurz eine zeig mal kurz auf der Karte. Mal kurz das Castle reinzeigen. Genau. Das ist einmal hier die gute Stube in der Mitte. Ja. Und rechts und links sind halt die Startpunkte. Einmal da. Die wurden dann, ja, einmal da, genau. Und einmal das weiße Haus da auf der anderen Seite. Ja. Das waren die beiden Startpunkte und dort war ja die Pre-Mission gegen eine halbe Stunde oder 20 Minuten vor Hauptspiel los. 10 gegen 10, 10 blau gegen 10 rot. Und die hatten zur Aufgabe, beide zu versuchen, in das Castle reinzukommen. Und dort war so eine Box, die mussten sie halt in ihrer Farbe drücken und dann hatten sie halt den Vorteil. Und was man auf der Karte jetzt nicht so gut sieht, überall um das Castle rum, jetzt vorne oder hinten, waren überall Deckung verteilt. IBC-Container, so Blechwände, die aufgestellt wurden und so weiter und so fort. So Straßensperrenteile auch. Das war schon richtig gut. Man konnte da richtig gut moven. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Und wir mussten es halt 20 Minuten plus verteidigen. Schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Kurz noch einmal zur Erklärung. Kai wird gleich hier an der Tür, an dieser Seite waren halt 2 Türen, einmal hier quasi. Und einmal, also da wird Kai sein, Paddy ist viel hier unten an der Tür, an der Main Door. Hier oben sind quasi die Guys aus England und auf dieser Seite. Und ja, aber das sieht man jetzt, was da noch so alles Schönes kommt. Mann, dann gehen wir mit den Leuten los. Auf die andere Seite. Und jetzt, da ist die orange Box, die wir verteidigen. Da bin ich erst noch ein bisschen draußen, ein bisschen wilder unterwegs, ganz am Anfang. Da noch ein paar Schussszenen mit der One-Cam, da hat er sich einen geholt. Und da gleich den nächsten, weg ist er. Wie er da so weit rausgerannt ist, weiß auch keiner. Da habe ich mir auch noch eingegriffen. Kontakt, Mendo! Die One-Cam macht schon gute Aufnahmen, ne? Jetzt gleich. Schön ein Anwanst. Randa. Klatsch. Und da kommt der nächste an. Die Hut! Nicht zu schade zu rennen. Nee, auf jeden Fall. Also gerade für alle. Diese Kurve habe ich jetzt nicht so verstanden, aber. Ja, die hatten sich da nicht drauf. Die sind von hinten gekommen. Du siehst ja erst nichts durch diese ganzen Deckung, glaube ich. Und dann siehst du dann, eingelaufen. Ja gut, und Kai stand auch im Dunkeln, ne? Muss man auch dazu sagen. Also wir standen wirklich ein bisschen zurückgerückt nachher im Dunkeln. Man hat uns halt auch nicht gesehen. Wir haben einfach nur auf die Löcken herausgeflaggt. Sneaky, das war die. Ja, ist so. Meine Kanone war mittlerweile leer. Ich habe deine weitergespielt. Ja. Ja. Stefan! Ich bin leer! Das Stefan war auch richtig fleißig. Da hat er mir seine Kanone geliehen. Und hat er nur noch 10-20 Max aufgefüllt für uns und für Kai und mich. Aber auch für die Hängenden. Die Schwie! Ja, ich habe 10 Magazine vollgemacht.
Und die kamen auch immer mehr hier dann in den Institut. I'm out of air. Die flitzen da immer. Ich gehe. Komplett alle zwei Kanonen hier gespielt. Irgendwann haben sie uns dann auch erwischt. I'm hit! And boys, have fun. Da, das okay, jetzt geht's auch schon los. In die zweite Mission. Und die Arkadenhallen. Okay. Ich mach mal kurz wieder Pause und mach mal eben die Karte an von den Arkadenhallen. Genau. Wir sind gerade von hier dahin gestürmt. Linke Seite oder Westseite Arcades, rechte Seite Arcades. Von hier kann man überall in die Gebäude halt reingehen. Und in den Gebäuden waren noch zwei Objectives. Genau. Einmal so eine Satellitenanlage, Antenne, irgendwas und irgendwelche Papiere, irgend so ein Intel-Kram. Und den mussten die holen. Erst kam Team Rot und in der dritten Mission haben wir das gegen Team Blau verteidigt. Genau, und der Spawn war jeweils immer hier oben am Weg halt quasi, ja, nördlich. Und was halt ist, die Arcades liegen in so einem Tal. Also hier sieht man auch gleich, hier ist oben so ein dicker Wall, wo die Leute halt dran sind. Auch sehr spannend. Und das hier sind halt so, seht ihr auch, wie so in Freizeitparks früher, wo Daddelautomaten waren oder wo man halt irgendwie so diese Minigames machen kann. Solche Buden waren das halt. Ich glaub, Entenangeln? Ja, ich glaube, da in dem hinteren Haus konnte man Entenangeln machen. Das ist meine feste Überzeugung. Ja. Ja, let's go. Hier ist das Sali-Bier. Kai, alles gut bei dir? Da ist einer Kai bei dem Baustapel. Er ist komplett in seinem Element. Ja. Hast du einen? Nee. Ja. Und sie kamen halt, ne? Sie kamen immer. Kai, da kommen welche! Ja. Und ich finde, Rot hat das ganz gut gemacht. Die haben ein bisschen aufgemacht. Ich weiß jetzt nicht, was auf der anderen Seite war, weil wir haben ja den Innenhof verteidigt. Aber sie haben ein bisschen aufgemacht und kamen halt über die ganze Breite. Kannst du vergessen, Kai! Das haben sie ganz gut hingekriegt. Muss man sagen, wir Kai! Haben drei Leben. Kai, auf! Zweimal konntest du respawnen. Ja, genau. Da schmeißt Kai willkürlich irgendwelche Deckungen um. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich glaube, das wusste ich. Wieder ein. Ja, Kai und ich halten die Kanonen ja komplett anders. Ich glaube, das ist immer noch so. First Strike! Oh. Ja, da waren noch zwei, drei First Strike Player und dann hat das aber auch gezischt. Vor allem, hier, wenn man das bei uns ist, dass man ja gewöhnt, dass das immer so ist. Und da halt, da war ja schon was anderes. Und vor allem, du hast gerade auch auf die Paint-Spiele eingespielt. Und dann kam ja mal ein First Strike, ne? Oh, hier, der Kleine. Der mit seinem silbernen Scheinwerfer, er war auch richtig der miese Wichser. Der hat mit uns gespielt und da hat er sich später, als wir abgeflogen sind, immer in diesen dunklen, man sieht es ja oder man sieht es halt eben nicht, in diesen dunklen Ecken versteckt und immer wenn irgendwelche zwei kamen, der Kleine hat er dann den immer in die Kniekehlen geschossen und so ein Scheiß. Das Kleine. Ui, Kleine in den Line da. Kai schreit natürlich jedes Mal rum, aber die haben das schon kapiert, wenn sie ein paar Bälle kassiert haben. Nein, bleib da! Yo, you got me! Da hat er mich gut erwischt, der Typ. Erstes Leben weg. Hallo, ne? Jetzt habe ich noch einen Respawn. Magazine und den Beutel, ich mache alles wieder voll. Nehmen wir eben raus. Beutel ist bei mir im Rücken. Da kommt Kai auf die Idee, Magazine zu füllen. Sind das alle? Im Rücken drin. Drei. Mehr geht nicht. Mach das Ding dicht, ich fülle auf. Da kommt ein ganzer Schwung! Da kommt eine ganze Horde. Bist du komplett weg? Ja, ja. Füll auf. Ja, wenn du hin warst, wurdest du zu verdonnert Magazin auf. Ich gehe ein bisschen ins Dunkle. Lass doch mal herkommen. Da kommt er. Hol. Aber der hat sich das aber auch nicht nehmen lassen. Der Typ ist noch zwei, drei Mal aufgetaucht. Auf dem Weg hat er noch aufgetaucht. Dann hat man den auch immer vorne erwischt. Den wird man noch häufiger sehen, auch ja, in den anderen Videos. Der war immer straight dabei. Der hat einen aber auch ein paar Mal aufgenommen, muss man sagen. Er hat den langen Weg versucht. Das ist natürlich undankbar, ne? Alles raus! Das
war auch so ein Lucky Shot, genau auf den Kopf. Ja. Das war so. Das ist voll? Das hier ist voll. Okay. Da ging auch richtig Paint durch. Da ging richtig Paint durch. Ja, hier, einfach mal eine Nate auf dem Platz. Kann ja nicht helfen. Hey! Da sieht man die Akkate halt. Ja, das ist jetzt das schwarze Ding gewesen, wo Kai eben den einen rausgeschossen hatte. So, und das ist jetzt auch schon gegen Rot. Jetzt geht's wieder los gegen Rot. Gegen Blau meinst du? Ja, ja, sorry, gegen Blau. Gegen Rot haben wir eben gespielt. Und die kam halt von der anderen Seite so ein bisschen. Und jetzt waren wir mehr so auf der Vorderseite. Und da sieht man auch, was du meintest, dass es da so hoch geht, ne? Der ja, komm genau. Ja. Da muss man sagen, hier rechts ist jetzt eine leichte Erhöhung. Kai auch gleich den da mal gegeben hat. Ja, und dahinter war noch, da ging es noch höher. Seht ihr, wie hoch das geht? Und wenn da oben jemand gesessen hätte mit First Strike, also wenn die koordiniert gewesen wären, die hätten uns da so auseinandergenommen. Ja. Also saß da auch ein paar, aber die haben halt Paintballs reinfallen lassen, aber die haben uns halt nur am Movement gehindert. Richtig gefährlich war es nicht, aber man konnte sich da auch nicht wirklich viel bewegen. Ja. Ne? Ja. Da kamen dann halt alle runter. Ja, da hinten war halt auch deren Spawn. Ja. Nachher auch noch jemand ermahnt, er soll nicht in den Spawn reinschießen. Ich glaube, das war aber nicht wegen dieser Szene, sondern... Ja, weil es war ja auch noch ein Stück weiter oben, ne? Ja. Gut, man hätte aber auch, da war ja noch, neben dem Spawn, da war ja noch so eine Treppe, das haben ja die Roten gemacht. Die sind halt nämlich die Treppe runter ins Gebüsch und dann nach vorne gekommen. Und die Blauen sind halt alle immer nur den Wald runtergelaufen. Weiß ich auch nicht, wieso. Keine Ahnung. Naja. Am Ende haben sie uns dann doch erwischt. Ja, die beigen Jungs, die werden wir ja noch mal sehen. Die mit den beigen Trikots, die haben gut Gas gegeben. Die hätten, glaube ich, auch die Schnauze voll irgendwann. Dann haben sie Kai auch da irgendwann überrumpelt. Ja, die haben dann schon mal gerumpelt. Ey, das meine ich. Man hätte dahinter im Gebüsch lang und dann vorgekommen. Jod! Hey! Jod! Mann, ey! I got you! Ja, da oben sitzt einer! Ja, ich weiß, den kriege ich da aber nicht! Ich auch nicht! Das heißt, wir müssen uns irgendwann zurückziehen! Gut schon! Ja, rein! Geht dann, glaube ich, nochmal auf die andere. Ja, genau. Ich habe dann die Längsseite verteidigt. Die Engländer-Jungs waren ziemlich weit hinten. Ja. Ich glaube, die waren auch relativ schnell out, ne? Ja, ja. Da haben sie mich auch einmal erwischt. Hier, da ist locker ein. Ja. Kamerafrau? Ja. Da waren einige, die... Oh. Der wollte das aber wissen. Der, oh, meine Güte. Schön aufs Glas rauf. Mhm. Aber das sind diese Beischen. Das sind die Beischen Boys, ja. Die kommen noch ein paar Mal. Die Beigebrigade. Ja, oder so. Da sind noch ein paar Beische. Er hier auch. Oben auch Marshall, also Marshalls waren da auch überall vertreten, ne? Ja. Und hier, Lashbang. Nate. Und raus. Und wieder zurück. Das hat er uns auch noch fünfmal erzählt, wie geil er dann der Nate ausgewählt ist. Seine Spielmühle hat er da auch gut verteidigt, muss man sagen, ja. I'm empty. Ich bin auf ein Magaziner. Stefan muss wieder ein einzelner Max abgeben, der Arme. Wieder rein ins Enden. Das war dann der Teil, wo im Hintergrund geschrieben wurde, ins Bandschuss. Oh, schön. Wieder einer von den Beigen? Ja. Die haben sich das aber auch nicht nehmen lassen, ne? Die haben sich das nicht nehmen lassen. Die hatten dann auch die Schnauze voll, denke ich. Ja, die sind da immer wieder angekommen. Ja, sieht man gleich auch nochmal.
Ui, oh, der war knapp, der war knapp. Oh je, da sind wieder welche von den Dingen. Ich glaube, das muss jetzt auch Kais letztes Leben sein. Ja, ich glaube, jetzt kommt der letzte Angriff. Muss ja. Oh, ja. Ja, das war auch eine gute Stelle. Du konntest da so schön durchfliegen immer. Ja. Ja, das waren die ersten Missionen, die ersten drei Missionen, wo wir Cerberus gespielt haben. Nachmittags gab es kein Cerberus mehr, das gab es nur den einen Vormittag. Genau, das war nur so ein bisschen zum Anleiten der ganzen Geschichte. Danach sind wir dann unserem Team gejoint, also Team Blau. Ich muss sagen, es hat mir auch echt Spaß gemacht. Es war halt schön, dass die uns gefragt haben, aber auch so, ne? Alles fair, alles safe. Ja. Richtig gut. Safeness war auf alle Fälle ein Punkt. Also gerade nachmittags, das Spiel ging ja 4 Stunden oder so am Stück. Du konntest am Spawnpunkt auffüllen, es war aber nichts abgenetzt und du konntest also Luft und deine Munition auffüllen, du hattest dann in deinen Rucksack liegen. Da hatten die ganze Zeit die Leute ihre Masken auf, außerhalb der Spielfelder, also auf dem Parkplatz, hatten alle immer ihre Laufsocken drauf. Es war nicht irgendwie, jo, ich habe hier kein Magazin drin. Das ist, sage ich mal, bei den Events, wo man sonst ist oder halt häufig nicht die gängige Praxis. Muss ich sagen, fand ich sehr gut. Und alle super entspannt, ne? Ja. Ja, wenn du dann da rum bist und du hast hier 2, 3 erwischt, dann haben sie auch, ey, gut Game, hast gut gespielt und so, andersrum natürlich auch. So, das hat echt fair und hat echt Spaß gemacht mit den Jungs. Also den ganzen Tag hat sich halt niemand irgendwie angeschrien aus irgendwelchen Gründen, muss man sagen, das war schon krass. Außer die Leute waren halt auch, die haben sich nicht aufgeregt, außer das eine Mal war ich in einem Kessel, schieß halt raus, kommt da jemand lang, der halt Hit ist, kriegt von mir halt irgendwie 5 Bälle ab. Und ich so, oh, sorry, also, oh, no problem, no problem. Und halt, das war schon, das hat schon Spaß gemacht. Dafür hattest du natürlich auch so ein bisschen, fand ich so, mal 10 Leute für einen gebündelten Sturmangriff zu kriegen, war auch nicht drin unbedingt. Also give so, me 2 minutes. Give me 2 minutes, ja, die Leute haben immer gesagt, ja, ich komme gleich, no problem. Aber das sehen wir uns nochmal an, beim nächsten Mal. Da kommt noch ein bisschen was, ihr werdet da auf alle Fälle noch einiges sehen, wollen und wir da was verteidigen. Noch eine Kleinigkeit meinerseits, ich fand es halt auch interessant, dass es kaum First Strike-Spieler gab, also 8 insgesamt, 8, 9 irgendwie so. Ja. Ne? Was haltet ihr davon? Sagt ihr, das könnte auch mal ein Weg sein, jetzt bei den deutschsprachigen Events mal ein bisschen zurückzurudern, was First Strike angeht? Oder sagt ihr, nee, das ist kompletter Quatsch, Vollgas? Weil das hat echt Spaß gemacht. Du konntest dich mehr bewegen, du bist dich da rangekommen. Das war echt nicht schlecht. Und? So, Kostenpunkt, ne? Ja, ja, klar. Gut, wir sind ja wie die Irren da 15 Stunden hingefahren, Kostenpunkt mal hingestellt, aber das Event selber war nicht teuer. 70 Pfund die Karte. Ja, 77 Pfund die Karte, so. Oder 75 und halt 50 Pfund der Kastenpaint, den wir weggeschossen haben. Also kann man empfehlen, OMG-Events machen. OnlyMakeFatGames.com, also da könnt ihr, seht ihr die Daten, seht die Events, wo das ist, schaut euch an. Wir können es empfehlen, ja. Ja. Dann, alles klar. Ja. Ciao, Leute. Ciao.